822 Mike November, line up runway 07 right. Line up runway 7 right. You're going to SF Nathan, confirm 2 Mike Final, 07 right. Ewings 85905, yeah, confirmed, expect late landing clearance. Oh, das wird sportlich. Ewings 85905, Wind 110 degrees, 4 knots, runway 07 right, clear to land. So, hallo zusammen, Crispy hier. Willkommen zu einer Runde Lotsen in Berlin am Berlin Thursday. Ich bin heute auf dem Turm. Es ist Event von 19.30 Uhr deutscher Zeit, also in 2 Minuten geht's los, bis 22 Uhr, dann ist offizielles Eventende. Erfahrungsgemäß bleiben wir immer noch 1-2 Minütchen länger, um noch die letzten Flieger sicher zu Boden zu geleiten. Es ist alles besetzt von Delivery über Apron, Ground, Tower, über mir Approach, also Arrival, Departure, darüber Radarsektor. Alles ist gebucht, alles wird besetzt sein. Und ja, es ist Berlin Thursday offiziell das Event. Ja, und noch gerade, jetzt gerade ist es gerade noch viel los hier im Teamspeak, also nicht wundern, wenn ich kurz ins Leere spreche. Immer viel Abstimmungsbedarf am Anfang und Ende eines Events, wenn die ganzen Lotsen kommen oder gehen. Und am Boden ist noch nicht so viel los. Erfahrungsgemäß geht es meistens erst so 20 Uhr, 20.30 Uhr ist dann so die Stoßzeit bei den Events meistens. Ich weiß nicht, vielleicht ist es im Sommer tatsächlich auch noch ein bisschen später. Also, weil die nur wir mit unserer Sommerzeit ja jetzt den anderen ein bisschen voraus sind. Moin, Dalatrex. Ja, heute ist Berlin-Donnerstag. Berlin-Dienstag gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Dafür gibt es jetzt, also der in Anführungszeichen neue Rhythmus ist, eine Woche lang keine Events und dann in der darauffolgenden Woche immer dienstags Bremen 4 Evening, wo dann Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen, alles besetzt sein soll. Und donnerstags Berlin Thursday und darauf die Woche wieder nix. Das ist die Regelung, wie es zurzeit funktioniert. Wir haben nur 7 Betrieb in Berlin heute. Das heißt, die Flieger kommen von euch aus gesehen von links. Vom Westen her angeflogen, fliegen Richtung Osten zur Landung. Und mal gucken, was uns heute erwartet. Ich hoffe, dass genug Traffic ist, dass wir wieder schön kurze Intervalle haben bei Starts und Landungen. Aber ich hoffe, dass es nicht so viel wird, dass wir hier die ersten Go-Rounds sehen. Wir sind gespannt. O5 ist mir lieber. Gefühlt als Lotse mir auch. Tatsächlich. Muss man gerade fragen. Das gerade gar nicht. Ist denn die Sperrung dann noch aktiv? Obwohl, ist ja eigentlich nicht meine Sorge. Ich bin ja kein Groundlotse. Ich überlege gerade, weil hier das Gelände ist immer noch gesperrt, weil da ILA war, aber ich bin gar nicht sicher, ob das noch up-to-date ist. Einmal in die Notams gucken. Taxiway Yankee 1 ist closed. Keine Ahnung, wo der ist. Nö, nee, ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Moin, Razer Kaso. Mal gucken, Germanwings sich gleich meldet. Uh,
Tower, this is German Wings 37 Uniform, holding point Mike 3. German Wings 37 Uniform, Berlin Tower, hello. Wind 120 degrees, 4 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, German Wings 37 Uniform. Danke fürs Raussuchen. Ich war gerade selbst auf der Suche, hab's nicht so schnell gefunden. Was? Vom 24.04. bis 24.06. haben die dich gemacht. Okay. Gut zu wissen. Danke, Nicole, für den Hinweis. Dann stimmt die Darstellung hier. Was ist denn da oben los? Alles voller Frachtflieger. Wo will der denn hin? Stuttgart. Die wollen alle nach Stuttgart. MPH. Martin Air. Habe ich auch noch nicht gesehen. FedEx und Postman schon eher. Oha. Huhu, zurück an den Apron. Und da hat sich jemand den VIP-Status verdient. Nächste Woche darf ich wieder fliegen. Sehr schön. Moinsen, Sergeant Umbrella. Okay, ich wollte gerade sagen, so langsam müsste der mal die Kurve fliegen. Okay, da kommt sie. German Wings 37 Uniform, Contact Bremen Radar. 120.630. Bye bye. Contact radar 120.630 for German Wings 37 Uniform. Cheers for the ATC. Bye bye. Habt einen neuen PC. Ah, ja, dann kann es ja abgehen. So, dann nutze ich mal eben die Zeit und gucke hier. Apologies. Can you confirm that frequency again? I can't seem to see it for German Wings 37 Uniform. German Wings 37 Uniform, Frequency is 120.630. If you don't see it in VPilot, don't worry, there is someone listening. I can see it now. Cheers, Bill. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. So, Twitch. Moinsen, Lulu, hallo, hallo. So. Einmal den EX. Auf die richtige Schreibweise. 2E2Ü. Ja. Nicht, dass ich hier den falschen zum VIP mache. Sollte gepasst haben. Kann heute leider nicht kommen, schreibt Lulu, muss gleich auf eine Feier. Wir feiern die ganze Nacht durch bis zu den Zeugnissen morgen. Ah ja, gut, was sein muss, muss sein, ne? Dann viel Spaß dabei. Funktioniert das ARCAS? Meinst du das CPDLC oder was meinst du? Genau, ja, das funktioniert theoretisch. Also ich hab's diesmal nicht aktiv, weil wir haben einen Delivery am Boden, der hat das aktiv. Aber bei mir hat's die letzten Male wunderbar funktioniert. Der Trick ist, bei mir speichert der sich hier immer mein Hobby-Code, aber ich muss den immer jedes Mal neu eingeben. Wenn ich ihn neu eingebe, dann funktioniert's. Wenn ich ihn vom letzten Mal gespeichert drin lasse, funktioniert's nicht. Keine Ahnung, was da passiert im Hintergrund. Aber das ist bei mir das Problem. Irgendwie scheint er, wenn ich Gyroscope schließe und sage, soll ich das wegspeichern, speichert er das so weg, dass er das beim Laden nachher nicht mehr richtig hinbekommt. Was? SimAware Update? Was ist das? Sagt mir gerade nichts. Wetzem-Karte, wo man sieht, welche Controller online sind. Nutzen da nicht schon alle Wetglasses? Ich dachte, das hat sich so als Standard durchgesetzt mittlerweile, nachdem das von allen Seiten, zumindest in Europa, ganz schwer beworben wird.
Also ich weiß, dass das immer gerne beworben wird, weil das wohl auch so die Sektoraufteilung sehr gut und sehr genau darstellt. Vor allen Dingen auch höhenmäßig kann man halt einstellen, zeigt mir die Sektoren für eine bestimmte Höhe an. Und auch das soll wohl angeblich besser funktionieren als bei allen anderen Tools, soweit ich das weiß. Oh, der Apron füllt sich langsam. Ich glaube, 20 Uhr haben die einen oder anderen hier angepeilt zum Start. Mal gucken, ob wir ein Outbound Rush kriegen. Dass man nur die Labels an bei den Fliegern, die auch schon was von uns wollen. Wir können ja mal ein bisschen bei den Bodenstationen mit reinlauschen. Ich finde das cool, wenn ich bei Audio for Wetsim, ich kann ja hier einstellen, bei welchen Stationen ich mithören möchte und wo ich funken möchte und welche gecrosscoupled sind. Ich würde da gern je Station die Lautstärke einstellen. Dann würde ich nämlich die ganze Zeit auf dem Boden mithören, aber hier so leise, dass ich, wenn ich angefunkt werde, das mitbekomme. Oha, wo möchte der denn hin? November 234, Charlie Lima will nach Kilo Sierra Lima Charlie. Wo ist das? Salt Lake City. Ui, hat aber lange Strecke vor sich. Eine Boeing 737. Okay. Kommt die so weit? Von Berlin bis Salt Lake City? Boeing 737-700. Naja, versuchen kann man es ja mal. Vielleicht hat er ordentlich Rückenwind eingeplant oder so. Berlin Delivery. November 234 Charlie Lima, request IFR to Salt Lake City. November 234 Charlie Lima, Berlin Delivery. Very good evening. Information Delta is current. Startup approved. Clear to Salt Lake City Aerodrome. Sukip 2 Bravo. Flatland route. Climb by ascent 5000 feet. Squawk 2024. Startup approved, clear to Salt Lake City via the Sukip 2 Bravo departure, flight plan route, climb by ascent, correction, climb by ascent, maintain 5000 squawk 2024, November 234, Charlie Lima will pick up Delta. November 234, Charlie Lima, read back correct. Und die 737 schafft's bis nach Salt Lake City? Spannend. Ah, okay, ist die Business-Variante. Das könnte sein. Gut, also die 737-700 ist eine BBJ-Variante, wurde ich gerade aufgeklärt. Das heißt, da sitzt ja bloß ein Pilot und noch zwei Hanseln hinten drin. Ihr spart natürlich einiges an Gewicht und kann sich dann die Tanks vollhauen. Das könnte dann klappen bis nach Salt Lake City. Wer möchte denn da morgen um, was ist das dann, 6:10 Uhr deutscher Zeit ankommen? Na denn. Ja, mal sehen, wie viele heute die ATIS lesen. Ich glaube, die Crispy Zoo muss leider heute streiken, gibt heute keine Traffic Circuits. Was? Warum? Jetzt wäre gerade noch eine gute Gelegenheit, bevor die ganzen Flieger hier anfangen zu pushen. Eigentlich auch der ein oder andere Heavy-Kollege dabei heute. Warum ist ein Rettungshelikopter unterwegs? Aus Neubrandenburg. Gucken, ob der noch zu uns will. Das Gute ist, in der Berliner Kontrollzone gibt es nicht viele Krankenhäuser. Also nördlich von Berlin haben wir hier einige. Und ansonsten haben wir hier hauptsächlich Königs Wusterhausen. Das liegt hier aber auch am Rand der Kontrollzone. Deswegen haben wir da eigentlich nicht viel Stress mit Rettungsfliegern. Es sei denn natürlich, sie wollen innerhalb der Kontrollzone hier zu, weiß ich nicht, irgendeinem See oder irgendeinem Dorf direkt hinfliegen. Ja.
Da hinten kommt unser erster Arrival für den Abend an. Die Scandinavian 21 Juliet. Fährt über Potsdam. Aus Stockholm. Ja doch, komme gleich, dann schön die Zone blocken mit dem Rosinenbomber. Jo, wie gesagt, ich muss ein bisschen gucken. So wie es aussieht, habe ich heute auch keine Unterstützung auf dem Nordturm. Das heißt, beide Pisten gehören mir. Wenn es wirklich stressig werden sollte mit Traffic, werde ich dich dann leider bitten müssen, entweder die Kontrollzone zu verlassen oder eben zu landen. Aber probieren kannst du es auf jeden Fall. Du kannst auf dem Eco-Stand parken. Das ist kein Problem. Hätte ich jetzt gesagt. Berlin, 987 Alpha, 01, Request Push and Start. Berlin 987, Contact Berlin Ground 1-1-705. Correction, Apron 1-1-855. Bye-bye. 1-1-855, Berlin 987, bye-bye. Apron, wunderschönen guten Tag. Berlin 987, Alpha 09, Request Push and Start. Berlin 987, Berlin Apron, hello. Push and Start Approved, facing West. Push and Start Approved, facing West, Berlin 987. Drück die Daumen, dass das gut geht. Immer wenn zwei so dicht beieinander stehen und beide haben Startup, bin ich immer persönlich nervös auf dem Apron. Dass sie nicht gleichzeitig los wollen oder sich ewig Zeit lassen. Aber der scheint tatsächlich direkt los zu pushen. Dann sollte das ja klappen. Und Scandinavian wird sich gleich melden. Mal die anderen Stationen wieder ausgeschaltet erstmal. So langsam. Wir meilen. So langsam. Good afternoon, Scandi. 2-1-0, we have established clear summon rights. Scandinavian 2-1, Juliet, Berlin Tower, hello. Wind 140 degrees, 4 knots, runway 07 right, clear to land. 10-9, clear summon right. Call sign vergessen. Ich bin heute schon wieder in Meckerstimmung. Und wie sieht's aus mit einer kleinen Wette hier? Kriege ich das schnell genug hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Nehmen Sie Ihre Stimme jetzt ab, ob die Scandinavian 2-1 Juliet es schafft, selbstständig zum Ground zu wechseln nach der Landung. Schnell, schnell, schnell. Hallo, Air City. Wir gucken mal, ich bin gespannt. Vacaten sieht schon mal gut aus. Bleibt der da jetzt stehen? Nee, er rollt. Okay, sah nur gerade so aus. Er rollt. Er ist hinter der Haltelinie stehen geblieben, so wie es aussieht. Hervorragend. Noch ist er bei mir. Immer noch bei mir. Hallo Berlin Tower, hier rings 38 Oscar, runway 250 right, 07 right, sorry. Hier rings 38 Oscar, Berlin Tower, hello, Wind 140 degrees, 4 knots, runway 07 right, clear to land. Runway 07 right, clear to land, rings 38 Oscar. Scandinavian 2-1 Juliet, contact ground on 1-1.705. Bye bye.
Tja. 1-1-7-0-5, leider hat er es nicht geschafft. Go. Ja, approved. Tja. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die auf Nee gewotet haben. Na, jetzt kommen hier auch die nächsten Arrivals schon an. Und da ist Crispy 2. Kannst du das mal öfter machen? Wenn ich das schaffe zwischendurch, mache ich das wohl. Das ist halt ein bisschen mit Tippaufwand und Denkaufwand und so verbunden, aber prinzipiell, wenn ich mal die Zeit habe, können wir das gerne öfter machen. Wie schaut's aus mit der Eurowings 380? Ja, da kriege ich das nicht mehr jetzt hier rechtzeitig hin, denke ich. Na dann, jetzt eure Gelegenheit zum Abstimmen. Der Frequenz klang er so am Anfang, als wüsste er, was er tut. Wir gucken mal. Auch schon mal ein bisschen mehr Piste. Oder er hat gezielt Mike 7 genommen, damit er nicht so weit taxien muss. Man weiß es nicht genau. Oscar located runway 07 right. Übrigens 38 Oscar Roger. Tower, very good day. Berlin 987 Lima 3. Uiuiui. Air Berlin 987 Berlin Tower, hello. Wind 140 degrees for knots. Runway 07 left cleared for takeoff. 07 left cleared for takeoff. Air Berlin 987. So, er rollt langsam aber sicher vorwärts. Ich muss ja Ground Contact führen, sorry. Übrigens, 38 Oscar Roger, Contact Ground on 1-1-705. 1-1-705, sorry. Kein Problem. Tja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich würde sagen, er hat es nicht gewusst. Er hat sich zwar am Ende, ist es ihm nochmal aufgefallen, weil ich ihm eine komische Antwort gegeben habe. Aber ich zähle das mal nicht als, hat selbstständig dahin gewechselt. Scandinavian. Ja, go. Ja, erstmal approved. Kommt da an. Delta, Alpha, 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 X-Ray. Air Berlin 987, Contact Bremen Radar 120.340. Bye bye. 120-340, Air Berlin 987, dabei. Etwa nicht den neuesten Eric installiert? Wieso? Woran siehst du das? Verpasse ich gerade was? November 1 bzw. Hotels nicht mehr gesperrt und die Stands sind wieder da. Aha. November 1 und Hotels nicht gesperrt. Zumindest denn, aber. Verstehe ich gerade nicht. Meinst du hier links? Den Bereich oder wo ist was jetzt nicht gesperrt? Aber kann sein. Also ich habe vor ein paar Tagen aktualisiert, meine ich. Aber. Ah, okay. Gut zu wissen. Nee, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Tauschung genommen, Delta, Triple Alpha X-Ray, ILS 07 left. Delta, Alpha, 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 X-Ray, Berlin Tower, hello, Wind, 110 degrees, 5 knots, Runway 07 left, clear to land. 07 left, clear to land, Delta, weg, sehr schön. Muss komplette Pack neu installieren. Ja, der macht das, ich kenne den. Haut euch hier nicht gegenseitig übers Ohr, ne? 3080 Punkte sagen ja. Da ist sich jemand sehr sicher. Uiuiuiui. Leute, verzockt euch nicht. Na, dann gucken wir mal.
Berlin Tower, Austrian 2, Juliet Alpha, at Mike 3, ready for departure. Austrian 2, Juliet Alpha, Berlin Tower, hello, wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear for takeoff. Runway 07 right, clear for takeoff, Austrian 2, Juliet Alpha. Moin, moin, Weißer Wolf. So, Crispy 2 rollt auch langsam Richtung Piste. Und wir gucken mal. 129er 505, das ist der Nordground. Hat er geschafft. Automatisch hingewechselt. Hervorragend. Go. Alles klar. Ja, und wir haben den ersten Go-Round des Abends. Die Qatari hier hat es nicht aufs ILS geschafft. Zum Glück nicht bei mir gelandet auf der Frequenz. Ah ja. Berlin Tower, guten Abend, Rescue I2. Rescue I2, Berlin Tower, hello. Rescue I2, Airbus, Rescue Helicopter, H145 at home flight, currently 2 minutes, rest, correction east of Mike, request enter CTR via Mike and Midfield Crossing. My Rescue 8-2, confirm enter the CTR via Mike and then? And then Midfield Crossing, leave CTR via November. My Rescue 8-2, Roger. Active runways 07 left, 07 right, QNH 1019er. QNH 1019er, active runway 07 left, 07 right, Rescue A2. Rescue A2, enter the control zone via mic. Enter the control zone via mic, Rescue A2. Austrian 2 Juliet Alpha, contact Bremen Radar 120.630, bye bye. Moment. 120.630, Austrian 2 Juliet Alpha, bye bye. Go. Bradley Lima 6-2D, 5-mile final ILS, just right. Say again. Okay. Scandinavian 1-6, Whiskey Berlin Tower, hello, continue approach. Continue approach, Square Angle 6-Whiskey. Uff, was ist bei dem los? Also, der Rescue möchte von Süd nach Nord durch. Rescue Tower, guten Abend, Crispy 2, abflugbereit, das ist 07 links. Crispy 2, Berlin, Turm, hallo. Fliegen Sie in die Platzrunde, Piste 07 links, der Wind 110 Grad, 5 Knoten, Piste 07 links, startfrei. Fliege in die Platzrunde, Piste 07 links, Piste 07 links, startfrei, Crispy 2. Tower, Eurowings 8 Juliet, ILS 07 right. Eurowings 8 Juliet, Berlin Tower, hello, continue approach, your number 2. Continue approach, Eurowings 8 Juliet. Scandinavian 1-6, Whiskey, wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, 106 Whiskey. 3 Meilen, das wird ein bisschen enge. Ihr bekommt einfach nur eure Punkte 1-1 wieder, solange es keine Gegenwette gibt. Wenn Leute dagegen wetten, kriegt ihr auch die Punkte der Gegner. Ich muss mich jetzt eben einmal ein bisschen konzentrieren. Ich kann gerade keine nächste Wette einstellen. Haben wir auf der Nordbahn noch jemand, der da unterwegs ist? Nee. Auf der Skandinavien, Kollege vacated gleichzügig. Uiuiui. Im Apron ist jetzt gut was los. Crispy 2, checken Sie Ihren Transponder, Mode Charlie, bitte. Hoppala, mach ich das bevor, Spock Mode Charlie. Eurowings 8 Juliet, expect late clearance, wind 110 degrees, 5 knots. Eurowings 8 Juliet. Ach komm, Skandinavien. Eurowings 8 Juliet, runway 07 right, clear to land. Clear to land, 07 right, Eurowings 8 Juliet.
So, mal gucken, was die Scandinavian da macht. Crispy 2, nennen Sie Absichten? Ach, sorry, Crispy 2 gegen einen Flug bis 07 längst zum Aufsetzen durchstarten. Crispy 2 verstanden. Fliegen Sie in die Platzrunde der Piste 07 links. Wind 110 Grad, 5 Knoten. Piste 07 links frei aufsetzen und durchstarten. Nach dem Aufsetzen durchstarten fliege ich in die Platzrunde der Piste 07 links. Piste 07 links frei zum Aufsetzen durchstarten. Crispy 2. Passt. Oh, der ist früh abgerollt. Sehr schön. Berlin Tower, good evening. Qatar 30 Alpha, 5 mile final, runway 7 right. Atari Tri-Zero Alpha Berlin Tower, hello. Traffic, DC-3 VFR in Traffic Circuits, Runway 07 left. Wind 110 degrees, 5 knots, Runway 07 right, clear to land. Have the traffic in sight and clear to land 07 right, Atari Tri-Zero Alpha. Man, die haben es alle geschafft, darüber zu wechseln, so wie es aussieht. Berlin Tower, November 234, Charlie Lima, hello. November 234, Charlie Lima, Berlin Tower, hello. So, da kommen jetzt gleich zwei Departures. Uiuiui. Here to Mike, 1000 feet. Rescue 8 to Roger. Den muss ich ja auch noch irgendwie durchkriegen. SQ82, leave the control zone via November, cross the airfield, midfield, south to north. This is VTR via November, midfield crossing, south to north approved. Okay, A2. November 2, 3, 4, Charlie Lima, line up runway 07 left. Line up runway 07 left, November 4, Charlie Lima. So, jetzt haben wir einen Haufen Departures. Der Hund ist wieder da. Weiß nicht, ob ihr es hört, bestimmt. November 2, 3, 4, Charlie Lima, Traffic, DC-3 in Left Traffic Circuits, Runway 07 Left, Wind 110 degrees, 5 knots, Runway 07 Left, clear for takeoff. Runway 07 Left, clear for takeoff, and we'll look out for traffic. November, Charlie Lima. SQ-8 to Traffic, DC-3 in Downwind, Runway 07 Left, 1,100 feet. Looking out, Rescue 2. Crispy 2, kreisen Sie rechts, quer ab der Pistenschwelle, 07 links. Kreise rechts, quer ab der Pistenschwelle, Piste 07 links, Rescue 2. Crispy 2, Verkehr, ein Rettungshelikopter, gerade auf Höhe der Pistenschwelle, 07 rechts, 1,000 Fuß, verlässt die Kontrollzone Richtung November. Der Schattenhalter Ausschau, Crispy 2. Vergessen Sie, Crispy 2. I don't have any 70 Charlie X-ray for my final runway 07 right correction. Easy 73 Charlie X-ray Berlin Tower, hello. Traffic, rescue helicopter currently crossing the field south to north. Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. Gears runway 07 right, easy 73 Charlie X-ray. Tower hört. Berlin Tower, guten Abend. Alpine 5 to Mike Julia, the Mike 3 holding short, runway 07, right. Ja, okay. Also jetzt gerade ist es auf jeden Fall Outbound Rush, deswegen. Berlin Tower, Postman 2 to 1, Kilo 1, ready for departure. So. Postman 2 to 1, Berlin Tower, hello, line up runway 07 left. Line up runway 07 left, Postman 2-1. Alpine 5-2 Mike Juliet, traffic Airbus A320 on a 2-mile final runway 07 right, report traffic inside.
Das ist unschön. Alpine 5 to Mike Juliet, traffic inside. Alpine 5 to Mike Juliet, behind Dimension Traffic, line up runway 07 right behind. Behind Dimension Traffic, lining up and waiting runway 07 right behind. Alpine 5 to Mike Juliet. Crispy, 2 Tower, es sind gerade jede Menge Departures, es könnte jetzt einige Minuten dauern. Falls Sie also einen Ausflug Richtung Berlin machen wollen, wäre jetzt guter Zeitpunkt. Ja, Crispy, sofort mich gerade melden, bitte Ausflug über November, ich komme dann nachher nochmal wieder. Crispy 2, verstanden, verlassen Sie die Kontrollzone über November und eine Verkehrsinfo-Rettungshelikopter, ebenfalls auf dem Weg nach November, jetzt gerade circa eine Meile nördlich von Ihnen auf 1000 Fuß. Verstanden, verlasse die Kontrollzone über November und halte Ausschau nach dem Verkehr, Crispy 2. November 234 Charlie Lima, Contact Bremen Radar 120, Decimal 340, bye bye. Bremen Radar 120, Decimal 340, November Charlie Lima, bye bye. Postman 221, Wind 110 degrees, 5 knots, Runway 07 left, cleared for takeoff. Runway 07 left, cleared for takeoff, Postman 221. Was ist das hier für? Good evening, Tower, Delta Niner holding Lima 107 left. Delta 9, Berlin Tower, hello. Rescue 2, November, 1000 feet. Rescue 82, Roger, approved to leave, bye bye. Approved to leave, Rescue 2, bye bye. Alpine 52, Mike, Juliet, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Runway 07 right, cleared for takeoff, Alpine 52, Mike, Juliet. So, Martin Air 11, are you on frequency? Go ahead, Martin Air 11. Martin Air 11, line up runway 07 left. Line up 07 left, Martin Air 11. So, Lufthansa 545, line up runway 07 right. Good evening, Lufthansa 545, Line-Up, Runway 07, right, Lufthansa, ja. Jetzt ist 2 November, Tau, wo bin ich denn? Gott, 900 Fuß. Crispy 2, verstanden, verlassen der Frequenz genehmigt, bis später. Verlassen genehmigt, bis später, Crispy 2. Lufthansa, Creation, Berlin Tower, hello, Lufthansa 7, Mike Echo, Mike 3. Lufthansa 7, Mike Echo, Berlin Tower, hello. Postman 221, Contact Bremen Radar 120, Decimal 340, bye bye. 120, 340, Postman 221. Was ist das hier für einer? Martin Air 11, Wind 110 degrees, 5 knots, Runway 07 left, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, 07 left, Martin Air 11. Alpine 52 Mike Juliet, Contact Bremen Radar 120, Decimal 630, bye bye. Bremen Radar 120630, Alpine 52 Mike Juliet, ciao. Lufthansa 545, Wind 110 degrees, 5 knots, Runway 07 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, Runway 07 right, Lufthansa 545, bye bye. Delta Niner, line up, Runway 07 left. Line up 07 left, Delta 9. Zum Glück kommen gerade keine Arrivals an. Ich hier alle schön nach und nach hier rausjagen. Lufthansa 7 Mike Echo, line up runway 07 right. Lining up 07 right, Lufthansa 7 Mike Echo. So, hier müssen wir ein bisschen mehr Platz lassen. Heavy hinter Heavy sind 4 Meilen Abstand. Und gleiche Sit, das sind 5 Meilen. Und danke fürs Subscriben. Nee, also danke erstmal, Dave, dass du schon so lange dabei bist, aber jetzt gerade kriege ich hier keinen VfRler mehr unter. Dafür ist gerade zu viel los. Martin Air 11, Contact Bremen Radar 120, Decimal 340, bye bye. 120340, Martin Air 11, bye bye. Lufthansa 545, Contact Bremen Radar 120, Decimal 630, bye bye.
120630, Lufthansa 545, bye bye. Tower, good evening, Air France 2257 at Mike 3. Air France 2257 Berlin Tower, hello. Delta Niner, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 left, cleared for takeoff. Clear for takeoff, 07 left, Delta Niner. Lufthansa 7 Mike Echo, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. 07 right, cleared for takeoff, 7 Mike Echo. Da kriegen wir noch einen raus. Air France 2257 behind the departing Lufthansa A320, line up runway 07 right behind. Behind departing traffic Lufthansa, line up and wait behind Air France 2257. Der will rechts. Gut, das heißt, wir müssen die Air France auf jeden Fall davor rauskriegen. Delta Niner, Contact Bremen Radar, 120.340, bye bye. 120.340, Delta Niner, have a good day. Berlin Tower, hello, Lufthansa 5 Whiskey, stabilized ILS 07 right. Lufthansa 5 Whiskey, Berlin Tower, hello, continue approach, one departure ahead. Continue approach, one departure ahead, Lufthansa 5 Whiskey. Lufthansa 7 Mike Echo, Contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. 120.630, Lufthansa 7 Mike Echo, bye bye. Air France 2257, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Clear for takeoff, 07 right, Air France 2257. So, jetzt kommen die drei, den möchte ich zuerst haben, weil die anderen sind Heavies. Medium so, hinter Heavy, brauchen wir mehr Platz. FedEx Niner Tango Whiskey Berlin Tower, hello. Tower, we're FedEx 420 behind the company traffic, 7 left. FedEx 420 Berlin Tower, hello. Good evening, Tower, Nordic 031, radio holding at Lima 2, 7 left. Nordic 031 Berlin Tower, hello. Lufthansa 5 Whiskey, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. Clear to land, runway 07 right, Lufthansa 5 Whiskey. Nordic 031, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 left, cleared for takeoff. Copy, we are cleared for takeoff, 07 left, thank you, 031. FedEx Niner Tango Whiskey, behind the now departing Nordic Boeing 737, line up, runway 07 left behind. Behind the next departing aircraft, line up runway 07 left behind FedEx 9. Tower hört. Berlin Tower, Bilan 12 Kilo, stabilis 07 right. Okay. Bilan 1 Zulu Kilo, Berlin Tower, hello, continue approach, your number 2. Continue approach, number 2, Bilan 1 Zulu Kilo. So, die Lufthansa ist auch unten. Jo, also jetzt gerade ist sowohl outbound als auch inbound gut was los. Deswegen ist gerade echt stressig. Wäre einfach nur viel kreisen für euch. FedEx 420, Frequency will be 120.340, but please stay on this frequency. Copy that, thanks. Lufthansa 5 Whiskey, vacated runway now on Mike 4. Lufthansa 5 Whiskey, thank you. Contact ground 121.705. Bye bye. 121.705, Lufthansa 5 Whiskey, danke, tschüss. Air France 2257, Contact Bremen Radar 120.630. Bye bye. Bremen Radar 120.630, bye bye, thank you. B-Line 1 Zulu Kilo, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. Runway 07 right, clear to land, B-Line 1 Zulu Kilo. Nordic 031, Contact Bremen Radar 120.340, bye bye. 120.347 for Nordic 031, so long.
FedEx Niner Tango Whiskey, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 left, cleared for takeoff. 07 left, cleared takeoff, FedEx Niner Tango Whiskey. FedEx 420 behind the now departing company traffic, lineup runway 07 left behind. Moment. Lineup 7 left behind, FedEx 420. Go. Ja, okay. Danke für die Warnung. So, wurde gerade gewarnt, die Alpine hat gerade unerlaubterweise die Geschwindigkeit reduziert und deswegen der Kollege hier nochmal eine Runde drehen müssen. Der Echo 005, auch ein interessantes Callsign. So, die haben wir fertig. Der ist da. Der vacated hoffentlich eins weiter. Haben wir schon wieder drei angerollert. Berlin Tower, good evening. This is Alpine 53 Mike Bravo. We are on final on 07 Mike. Alpine 53 Mike Bravo, Berlin Tower, hello. Continue approach your number 2. Number 2, Alpine 53 Mike Bravo. So, die FedEx ist in der Luft. Berlin Tower, good evening, Eurowings 87 Whiskey. Eurowings 87 Whiskey, Berlin Tower, hello. FedEx 420, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 left, cleared for takeoff. 7 left, cleared for takeoff, FedEx 420. Alpine 53 Mike Bravo, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. Clear to land, runway 07 right, Alpine 53 Mike Bravo. FedEx Niner Tango Whiskey, contact Bremen Radar, 120, decimal 340, bye bye. 120, 340, FedEx Niner Tango Whiskey, bye bye. Gut am Rotieren hier gerade, aber noch geht's. So, die Eurowings darf dann, sobald die Alpine da ist. V-Line 1 Zulu Kilo, Roger, Contact Ground 1-to-1, Decimal 705, bye bye. 1-to-1, Decimal 705, V-Line 1 Zulu Kilo, tschüss. Berlin Tower, Air Serbia 2-9er, on Mike 3 behind the Eurowings. Air Serbia 2-9er, Berlin Tower, hello. Berlin Tower, schönen guten Abend, Lufthansa 201 in Sequence 07 right at Mike 3. Lufthansa 201, Berlin Tower, hello. Kriegen wir raus, ne? Eurowings 87 Whiskey, Lineup Runway 07 right. Lineup Runway 07 right, Eurowings 87 Whiskey. Der Kollege mal bitte vacaten. FedEx 420, Contact Bremen Radar, 120, Decimal 340, bye bye. 120, 340 for FedEx 420, bye bye. And Alpine 53 Mike Bravo, vacated by Mike Alpha for the gate, please. Alpine 53 Mike Bravo, Contact Ground, 121, Decimal 705. Over to 121705, thank you very much for the control, appreciate it. 53 Mike Bravo. Eurowings 87 Whiskey, want wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 07 right, Eurowings 87 Whiskey, thank you. Go. Okay. Roger. Und German Wings hat es auch irgendwie nicht geschafft. Das wäre jetzt auch echt knapp geworden. Okay, also. Oh, das wird interessant mit dem Kollegen, der gerade startet. Air Serbia 2-9er, Lineup Runway 07 right. Lineup 07 right, Serbia 2-9. 1000 evening, KLM 1825, full stand 07 right. KLM 1825, Berlin Tower, hello, continue approach, one departure ahead. Approach departure ahead, KLM 1825. Sunday 8 Lima Whiskey, set holding one, runway 07 center, Lima 2. Lufthansa 8 Lima Whiskey, Berlin Tower, hello, wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 left, cleared for takeoff.
Clear for takeoff, runway 07 left, runway 8 Limonski. Hat der gesagt, der ist am Center? Ist auch nicht schlecht. Uiuiui. Ui, ui. So. Der Serbia 29er, Wind 110 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, 07 right, Serbia 29. Lufthansa 1 Mike Alpha Berlin Tower, hello. Forschung im Namen Delta Triple Alpha X-Ray, Honig Short Lima Sonar. Delta Alpha 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 X-Ray Berlin Tower, hello. Bravo, good evening, Echo 005 IRS 707 right. Echo 005 Berlin Tower, hello, continue approach your number 2. Continue number 2, Echo 005. Tower, hello, Ryanair 427 Lima 2. Ryanair 427 Berlin Tower, hello. Eurowings 87 Whiskey passing 5300. Eurowings 87 Whiskey, contact Bremen Radar, 120 Decimal 630, bye bye. Bremen 120 630, Eurowings 87 Whiskey, danke, ciao. KLM 1825, Wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. Clear to land, 07 right, KLM 1825. Echo 005, reduce to final approach speed. Reducing to final approach speed, Echo 005. Delta Alpha X-Ray, Lineup Runway 07 Left. Lineup 07 Left, Delta Alpha X-Ray. Dr. Sukip. Kriegen wir noch beide raus. Ryanair 427, Lineup Runway 07 Left. Lineup Runway 07 Left, Ryanair 427. Das wird mir hier zu eng. Die müssen eben warten. Air Serbia 29er, Contact Bremen Radar, 120, Decimal 630, bye bye. Same in Radar, 120, 630, thank you very much, Serbia 29er. Lufthansa 8, Lima Whiskey, Contact Bremen Radar, 120, 340, bye bye. Same Radar, 120, 340, Lufthansa 8, Lima Whiskey, thank you, bye. Delta Alpha X-Ray, Wind 140 degrees, 5 knots, Runway 07 left, cleared for takeoff. Runway 07 left, cleared for takeoff, Delta Alpha X-Ray. So, dann müssen KLM 1825, CLV active. KLM 1825, Roger, contact ground, 121, decimal 705, bye bye. 121, 705. Echo 005, Wind 140 degrees, 5 knots, Runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Echo 005, thank you. So, Lufthansa 1 Mike Alpha Traffic, Airbus A320, 2 Mile Final, Runway 07 right, report traffic inside. Lufthansa 1 Alpha Traffic, not center, call you back. Roger. Berlin Tower, schönen guten Abend, Tujet 2 Sierra, established Runway 07 left. Twijet 28 Sierra Berlin Tower, hello, continue approach, one departure ahead. Continue, Twijet 28 Sierra. Delta Alpha X-Ray, contact Bremen Radar, 120, decimal 340, bye bye. 120, 340, Delta Alpha X-Ray, schönen Abend, ciao. Ryanair 427, Wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 left, cleared for takeoff. Runway 07 left, cleared for takeoff, Ryanair 427. Lufthansa 1 Mike Alpha behind the traffic lineup runway 07 right behind. Behind the traffic lineup 07 right behind. Ja, Sanja Brille hat recht, die KLM war nicht vacated. That call was for Lufthansa 201. Lufthansa 201 negative, that was for Lufthansa 1 Mike Alpha. Lufthansa 201. Aber wenn der Pilot sagt, er ist vacated, dann vertraue ich dem einfach mal. Was soll schon schief gehen, außer ein Go-Round oder ein furchtbares Desaster? Just to advise, Lufthansa 201 is still in front of the other Lufthansa.
Oh, Lufthansa 201, sorry, it looked to me like the other one is in front of you. Lufthansa 1, Mike Alpha, hold position. Lufthansa 201, line up runway 07 right. Lufthansa 201, lining up 07 right. Wie habe ich denn das verdreht? Das ist mir auch noch nicht passiert. TuiJet 28 Sierra Wind 140 degrees 5 knots runway 07 left clear to land. Runway 07 left clear to land. TuiJet 28 Sierra. Ryanair 427 Contact Bremen Radar 120 Desme 340. Bye bye. Bremen Radar 120 340 Ryanair 427. Danke für den Abend. Sir, guten Abend. KLM 877 Mike 3. KLM 877 Berlin Tower. Hello. Lufthansa 201, Wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff 07 right, Lufthansa 201. Lufthansa 201, das ist mir auch ehrlich gesagt noch nie passiert. That's fine. Tower, good evening, KLM 5, establish 07 left. KLM 165, Berlin Tower, hello, continue approach your number 2. What's your number 2? Lufthansa 1, Mike Alpha, behind the departing company A320, line-up runway 07 right behind. Lufthansa 1, Alpha, behind departing company traffic, line-up 07 right. Irgendwie habe ich mir die Text so zurechtgeschoben, dass das so aussah, als würden die andersrum stehen. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das geschafft. Ja. Wie sieht es eigentlich mit S3 bei dir aus? Ich warte immer noch. Keine Ahnung, wann ich da mal anfangen kann. Stehe auf der Warteliste. Frag mal hier den AirCity, wie weit er ist. Der müsste mal jetzt so langsam sein CPT machen, damit die nächsten nachrücken können. Aus München 60% der Flieger nach Berlin. Halleluja. Über die TuiJet. Jetzt vacated er. Lufthansa 1 Mike Alpha, Wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. KLM 877 behind the departing Lufthansa A320, line-up runway 07 right behind. Behind the Lufthansa A320, departing line-up await behind KLM 877. KLM 165, wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 left, clear to land. Clear to land, 07 left for the KLM 165. Lufthansa 201, contact Bremen Radar, 120, decimal 630, bye bye. 120630, Lufthansa 201, Dankeschön, so long. Alpine 2 Whiskey Charlie, hello, holding short, Mike 3. Alpine 2 Whiskey Charlie, Berlin Tower, hello. So, sieht doch ganz gut aus. Berlin Tower, guten Abend, Delta Charlie Papa Sierra Lima, ILS 07 left. Delta Charlie Papa Sierra Lima, Berlin Tower, hello, continue approach your number 2. Der ist auch relativ knapp. Ich hoffe. Das gibt nicht ein Go-Around für die IBA Express hier. KLM 877, Wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. 07 right, clear for takeoff, KLM 877. Lufthansa 1 Mike Alpha, Contact Bremen Radar, 120, Decimal 630, bye bye. Berlin, hallo, Iber Express 218, establish ILS, runway 07 right. Iber Express 218, Berlin Tower, hello. Da kommen noch die nächsten gleich hinterher. Berlin Tower, Rescue 821 Mission. Rescue 82, Berlin Tower. Rescue 82, departed on Global Clinic of Köthenick, request in the city and cross city R on heading 180. Rescue 82 Roger, I don't have you on my radar yet. Delta Sierra Lima, Wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 left, clear to land. 07 left, clear to land, Delta Sierra Lima.
Und German Wings 71 Charlie Lima Berlin Tower, hello. Boss 5, you are forgetting Lima 5. KLM 165, contact ground on 129.505. 129.505 for the KLM, bye bye. Rescue 8, 2, you're cleared to enter the CTR. If you need to cross the CTR to the south, please do a midfield crossing north to south. Clear to enter CTR, midfield crossing from north to south approved. Rescue 8, 2. Finally, Viva Express 218, wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. Clear to land, runway 07 right, Viva Express 1. Alpine 2, Whiskey Charlie, behind the next arriving Airbus A320, line up runway 07 right behind. After the next depart, arriving, what was the aircraft again, please? Alpine 2, Whiskey Charlie, it's an Airbus A320. Off the next arriving Airbus A320, line up way behind Alpine 2, Whiskey Charlie, sorry about that. KLM 877, contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. 120.630, KLM 877, bye bye. Lufthansa 14, Yankee, switch you. Lufthansa 14, Yankee, Berlin Tower, hello. Ist der da? Tower, good evening, Jungs. 28 Whiskey, Island 07, right? Nein, damals. Eurowings 28 Whiskey, Berlin Tower, hello, New York Number 2. Tower, good evening, Eurowings 021 on Mike 3. Eurowings 021, Berlin Tower, hello. Holding point, Mike 3. Alpine 2 Whiskey, Charlie, wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. There's some right clip takeoff, Alpine 2 Whiskey Charlie. German Wings 71 Charlie Lima, expect late clearance, wind 140 degrees, 5 knots. Roger, late clearance, 71 Charlie Lima. Lufthansa 14 Yankee, wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 left, clear to land. Runway 07 left, clear to land, Lufthansa 14 Yankee. Rescue 82, enter CTR 1000 feet. Rescue 82, roger. German Wings 71 Charlie Lima, runway 07 right, clear to land. Clear to land, 07 right, German Wings 71 Charlie Lima. Lufthansa 709er behind the next arriving Airbus A320, line up runway 07 right behind. Behind arriving A320, line up 07 right, Lufthansa 709er. And Rescue 82 traffic, Airbus A320 on a 2 mile final, runway 07 left. Rescue 82 traffic inside, request wind check. Rescue 82, wind 140 degrees, 5 knots. Rescue 82. Alpine 2 Whiskey Charlie, contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. 20630, Alpine 2 Whiskey Charlie, contact you. Berlin Tower, good evening, Lufthansa 4 Mike Romeo, ILS 07 left. Lufthansa 4 Mike Romeo, Berlin Tower, hello, your number 2. Lufthansa 4 Mike Romeo, Roger, number 2. And Eurowings 28 Whiskey, expect late clearance, wind 140 degrees, 5 knots. Yes, copied, Eurowings 28 Whiskey. Rescue 82 traffic, Airbus A320 on a 2 mile final, runway 07 right. Rescue 82. And Eurowings 28 Whiskey, traffic, rescue helicopter crossing, midfield north to south. Eurowings 28 Whiskey, okay. Lufthansa 709er, wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, Lufthansa 709er. And Berlin Tower, this wird nix. Very good evening, Singapore 747, established ILS, 9 miles final. Singapore 747, Berlin Tower, hello, continue approach. Continue approach, 747.
U-Wings 28 Whiskey, go around. I say again, go around. U-Wings 28 Whiskey, go around. Departure Tower. Tower, very good evening. Speedbird 1913, ILS 07, right. U-Wings 28 Whiskey macht ein Go-Around, hat nicht geklappt. Wenig Spacing. Lufthansa 14 Yankee is located on runway 07 left. Alles klar. U-Wings 28 Whiskey, fly runway heading. Runway heading, U-Wings 28 Whiskey. Lufthansa 4 Mike Romeo, Wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 left, clear to land. Lufthansa 4 Mike Romeo, clear to land, 07 left. Lufthansa 709er, Contact Bremen Radar, 120, decimal 630, bye bye. Contact 120, decimal 630, bye bye, thank you. And Lufthansa 709er, please fly your departure, you have to turn right. Oh Gott. Lufthansa 14 Yankee is located on the 07 left. Lufthansa 14 Yankee, contact ground as stated in the 80s. U-Wings 28 Whiskey, contact Bremen Radar, 120, decimal 630. 120, 630, U-Wings 28 Whiskey, bye. U-Wings 021, line up runway 07 right. Line up, Stinger 7 right, U-Wings 021. Departure Tower. Sag Bescheid, wenn ich nächsten losstarten darf. Brandenburg Tower, Nordic 324, Swedish ILS, runway 07 left. Nordic 324, Berlin Tower, hello, your number 2. Tower, hello, Speedbird 1913, 07 right. Speedbird 1913 Berlin Tower, hello. Kann ich Takeoff Clearance geben? Singapore 747 to follow. Singapore 747 Berlin Tower, Wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 left, clear to land. Clear to land, runway 07 left, Singapore 747, danke. Berlin Tower, good evening. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, is that Mike 3? Lufthansa 2 Whiskey Bravo, Berlin Tower, hello. U-Wings 021, Wind 140 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff, no delay. Take off, takeoff, 07 right, no delay, U-Wings 021. Lufthansa 4 Mike Romeo, Lima 5. Lufthansa 4 Mike Romeo, contact ground 129er 505. Lufthansa 4 Mike Romeo, 129 505, bye-bye. Speedbird 1913, expect late landing clearance, wind 140 degrees, 5 knots. Das läuft ja hier gerade richtig bescheiden. 1913. Rescue 8 to leave CTR, 1000 feet. Rescue 8 to Roger, approve to leave, bye-bye. Approve to leave, Rescue 8 to, bye-bye. Speedbird 1913, runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Speedbird 1913 heavy. Lufthansa 40, disregard. Das kriegen wir so nicht hin. Ich wollte ihn gerade auf einen anderen Taxiway schicken, weil sich das alles stapelt, aber kriegen wir nicht anders hin. 747 vacated at 07 left. Ja, sehe ich. Lufthansa 256, Runway, ILS 07 Rad. Lufthansa 256, Berlin Tower, hello. Da kriege ich auch keinen mehr raus. Back 324, final, Runway 07 left. Nordic 324, Berlin Tower, expect late clearance, wind 140 degrees, 5 knots. Expecting late clearance, Nordic 324. Singapore 747, please keep rolling, you're blocking the runway currently. Oh. Nordic 324, runway 07 left, clear to land. Clear to land, runway 07 left, Nordic 324.
Lufthansa 256, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, clear to land. Runway 07 right, clear to land, Lufthansa 256. Hallo, Swiss 1 Alpha Echo Alice, 07 right. Swiss 1 Alpha Echo Berlin Tower, hello, your number 2. Number 2, Swiss 1 Alpha Echo. Arrival Tower. Bräuchte dringend ein paar Lücken, bei mir stapeln sich die Flieger. Swiss 1 Alpha Echo, is Mike 7 approved. Swiss 1 Alpha Echo negative, please vacate as early as possible. Roger. Tower Arm, Lufthansa 6 Echo Mike. Lufthansa 6 Echo Mike, Berlin Tower, hello. Nordic 324 vacate is on my 07 left by Luna 6. Nordic 324, Roger, contact ground 129.505, bye bye. Friends on 129.505, Nordic 324, auf Wiedersehen. 021 021, contact Bremen Radar 120.630, bye bye. 120.630, bye bye. Swiss 1 Alpha Echo Wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, clear to land. Lufthansa 40 Juliet behind the next arriving Swiss Airbus A320 lineup runway 07 right behind. Behind the arriving Dash 20 lineup runway 07 right, Lufthansa 4 Oscar Juliet. Lufthansa 404, when able, turn right onto Alpha, taxi to holding point, Mike 2. Lufthansa 404. So when able, turn right, Mike and hold short, Mike 2. Yeah, it's right on Alpha and hold short, Mike 2. Right on Alpha, sorry. Lufthansa 6 Echo Mike, follow the Lufthansa A320 in front of you. Right on Alpha, hold short, runway 07, right on Mike 2. Roger, following him for Mike 2 by Alpha. Eurowings 28 Yankee, are you on frequency? Yes, sir, good morning, Eurowings 28 Yankee, we're with you. Eurowings 28 Yankee, Berlin Tower, hello, you can expect a late clearance, wind 110 degrees, 6 knots. Roger, Eurowings 28 Yankee. Lufthansa 40 Juliet, wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Take runway 07 right, Lufthansa 4, Oscar Juliet. Berlin Tower, schönen guten Abend, Lufthansa 202, Mike 3. Lufthansa 202, Berlin Tower, hello. Berlin Tower, hello, Jet Executive 212, ILS 07, left. Jet Executive 212, Berlin Tower, hello. Continue approach. Eurowings 28 Juliet, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, clear to land. Clear to land, Runway 07 right, Eurowings 28 Yankee. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, behind the next arriving Eurowings A320, line up Runway 07 right, behind. Behind next landing, Eurowings A320, line up Runway 7. 07 right and left behind, Lufthansa 2 Whiskey Bravo. So, haben wir das hier nämlich ein bisschen entzerrt. Die Ryanair biegt da freiwillig hin ab, so wie es aussieht. Das ist für mich völlig fein. Weil dann können wir gleich, wenn sich eine größere Lücke bietet, auch zwei gleichzeitig oder zwei zügig hintereinander rausschießen. Lufthansa 40 Juliet, Contact Bremen Radar 120.630. Bye bye. 120.630, Lufthansa 4, Oscar Juliet, schönen Abend. Was macht denn der? Der will nach Schönhagen, fliegt einmal durch meine Kontrollzone. Übrigens 125, Berlin Tower, hello, continue approach, one departure ahead. Continue approach, oder wie man sagt. Berlin Tower, gute Alpine 42, holding point, Mike 3. Alpine 42, Berlin Tower, hello.
Lufthansa 2 Whiskey Bravo, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, cleared for takeoff. Runway 07 right, cleared for takeoff, Lufthansa 2 Whiskey Bravo. So, Jet Executive 212, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 left, cleared to land. Cleared to land, Southern left, Jet X 212, and there's a long rollout approved for. Jet Executive 212, that's approved. Das kann er gerne machen, da ist nicht so viel los. Das ist ein Newbie. Na gut, dann. Roland Sauer, good evening. Ryanair 908 Delta Papa is established for 07 left. Ryanair 908 Delta Papa, Berlin Tower, hello, your number 2. Number 2, Ryanair 908 Delta Papa. Lufthansa 404, behind the next arriving Eurowings A320, line up runway 07 right behind. Behind next landing, traffic lineup in red, runway 07 right behind. Berlin Tower, good day, Ryanair 256, holding point Mike 2. Ryanair 256, Berlin Tower, hello. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, Contact Bremen Radar, 120, Decimal 630, bye bye. Bremen Radar 120, Decimal 630, Lufthansa 2 Whiskey Bravo, bye. Eurowings 125, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, clear to land. Clear to land, 07 right, Eurowings, thanks. So, nach der Swiss vielleicht eine größere Lücke? Könnte klappen. Wie entscheidest du, welcher Flieger als erstes, zweites und so weiter rausgeht? Ich versuch's nach der Reihenfolge, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber ich gucke auch auf die Departures. Die Kollegen hier zum Beispiel, Luros, die haben 5 Meilen Abstand, die ich einhalten muss, während Luros lockt und nur 3 Meilen sind. Also effektiver wäre jetzt Divi raus, dann den, dann den, dann den, dann den, damit ich die möglichst eng staffeln kann beim Rausjagen. Aber jetzt gerade habe ich halt auch Arrivals dazwischen, deswegen ist es nicht so wichtig, welche Departures die fliegen, weil die Lücken eh groß werden. Weil die Arrivals mir hier dazwischen kommen. Dann versuche ich es in der Reihenfolge, wie sie an die Piste gekommen sind. Und sowas wie hier Newbie, den versuche ich halt auch ein bisschen größere Lücke einzuräumen, weil ich mir nicht sicher bin, ob der das zügig hinkriegt mit dem Starten. Swiss Tripapa Golf Berlin Tower, hello, continue approach, one departure ahead. Continue approach. Ryanair 908 Delta Papa, Wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 left, clear to land. You're saying left clear to land, we're on 908 Delta Papa, thanks. At same sit sind nur noch 3 Meilen? Na denn? Warum sagt mir das keiner? Jet Executive 212, Roger, Contact Ground 129er Decimal 605. Correction, 129er Decimal 505. Lufthansa 404, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, cleared for takeoff. 07 right, cleared for takeoff. So, und danach haben wir eine Lücke. 9 Meilen, da kriegen wir auch 2 raus. Ja, und der will auf die Left. Swiss Tripapa Golf, expect late clearance, Wind 110 degrees, 6 knots. Expecting late clearance, Swiss Tripapa Golf. Genau, ich werde jetzt die 202 und die 6 Echo Mike kriegen beide letzten Line-Up gleich. Lufthansa 6 Echo Mike behind the next arriving Swiss Airbus A320, Line-Up Runway 07 right behind. Behind Menschen Traffic, Line-Up 07 right and wait behind Lufthansa 6 Echo Mike. Lufthansa 202 Traffic, Airbus A320 on short final, Runway 07 right, report Traffic inside. Traffic ist in Zeit, Lufthansa 202. Lufthansa 202, behind Dimension Traffic, Lineup Runway 07, right and wait. Behind Dimension Traffic, Lineup and wait, Runway 07, right behind and wait, Lufthansa 202. Ja, da war meine Phrase gerade Müll. Aber. Guten Abend, alles, 07 left. Wizz Air 243, Berlin Tower, hello, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07, left, clear to land. Clear to land, 07 left, Wizz Air 243. Ist Tripapa Golf Scoring around, no landing clearance.
Mystery Papa Golf, sorry about that. Scheiße, den habe ich vergessen. Das war mein Fehler. Berlin Tower, schönen Abend. Swiss 5 Yankee ILS 07 right. Swiss 3 Papa Golf, Fly Runway Heading. Fly Runway Heading. Departure Tower. Swiss 3 Papa Golf macht einen Go-Around, fliegt Runway Heading. Den habe ich verbaselt, das war meine Schuld. City, 936, Mike 3. City Air 936 Berlin Tower, hello. Swiss 3 Papa Golf, Contact Bremen Radar. 120-630, see you later. 120-630, tschüss. Lufthansa 202, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, clear for takeoff. Swiss 5 to Yankee, reduce to final approach speed. Final approach speed, 5 Yankee. Swiss 5 to Yankee, expect late landing clearance, wind 110 degrees, 6 knots. Late clearance, 5 Yankee. Ciao, guten Abend, Seneke, 107, alles 07 right. Fly Niki 107, Berlin Tower, hello, your number 2. Lufthansa 6 Echo Mike, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, cleared for takeoff. 07 right, clear takeoff, 6 Echo Mike. Oh, das wird wieder echt eng. Oh. Das ist mir peinlich, wenn die einen Go-Round wegen mir machen müssen, ja? Das ist mir auch echt unangenehm, das tut mir auch wirklich leid, weil es halt echt für die Leute viel Zeit frisst, für alle anderen Lotsen Stress bedeutet. Lufthansa 404, Contact Bremen, 120-630. 120-630, tschüss. Bis 5-2 Yankee, Runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, 5 Yankee. Uiuiui, das war ja eng. Nee. Da quetsche ich jetzt keinen mehr raus. Die hat sich noch nicht gemeldet, oder? Die KLM. Oder habe ich die verdrängt? KLM 787 Berlin Tower. Nee, okay. Tower, good evening. KLM 787, which you Lima to. KLM 787 Berlin Tower, hello. Wind 110 degrees, 6 knots. Runway 07 left, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, 07 left, KLM 787. Den warte ich jetzt noch ganz kurz hier ab. Air Niki 107, Wind 110 degrees, 6 knots. Runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Fly Niki 107. Lufthansa 202, Contact Bremen Radar. 120-630, bye bye. Bremen Radar 120-630, vielen Dank für den Service, schönen Abend, tschüss. Lufthansa 6 Echo Mike, Contact Bremen Radar, 120-630, bye bye. 120-630, correction, 6 Echo Mike, tschüss. Tower Logan, Jungs 2 at Whiskey, alles so sind 13 Miles. Jungs 28 Whiskey Berlin Tower, hello, your number 2. Ryanair 256, behind the next arriving Airbus A320, line up runway 07 right behind. Line up behind 07 right, Ryanair 256. Berlin Tower, guten Abend, Lufthansa 4 Mike Charlie, ILS 07 left. Lufthansa 4 Mike Charlie Berlin Tower, hello. Lufthansa 4 Mike Charlie, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 left, clear to land. Clear to land, Runway 07 left, Lufthansa 4 Mike Charlie. KLM 787, Contact Bremen Radar, 120-340, bye bye. 120-340, bye bye. So, die Reihen ja jetzt noch rauskriegen. Es ist gerade echt stressig. Ich hätte gerne noch einen Nordturm, dass ich mich nur um eine Piste kümmern müsste. Das würde mich schon sehr entlasten. Und Piloten, die sich auch noch ein bisschen, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr anstrengen.
Ryanair 256, Wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Copy and wind, cleared for takeoff, 07 right, Ryanair 256. Und die Lücken hier, das ist halt echt Stoß auf Stoß hier. Ich lasse ihn erst noch starten, bevor es eine Info gibt. Eurowings 28 Whiskey, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Eurowings 28 Whiskey. Lufthansa 261 established, 07 right. Lufthansa 2611 Berlin Tower, hello, continue approach, your number 2. Continue approach, number 2, Lufthansa 261. Ryanair 256, confirm you're flying the Locto 1 Quebec departure. Affirm, Ryanair 256. Ryanair 256, then you have to turn right. Good talk, it's got a length at Quebec, KLS 07 right, 170.5. Eurowings 8, Quebec, Berlin Tower, hello. Okay, jetzt ist er weg, gut. Ja, Nordturm würde ich gerne nehmen. Lufthansa 2611, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Lufthansa 2611. Alpine 42 behind, the next arriving Lufthansa A320, line up Runway 07 right behind. Behind landing traffic, Airbus 320, Lufthansa clear to line up and wait, Runway 07 right behind, Alpine 42. So, dann haben wir es nämlich jetzt auch gleich mal abgearbeitet, hier die ewig lange Liste. War mal wieder schön bei dir. Danke, dass du da warst. Sehr gut. Lufthansa 4 Mike Charlie landet gerade. Ansonsten hat sich noch keiner gemeldet. Dann deine Frequenz. Cool. Ich habe einen Nordturm, Gott sei Dank. Danke, Exity. Dann kann ich mich nämlich hier ganz auf den Süden konzentrieren, weil hier ist gerade ein bisschen stressig. Lufthansa 261 located runway 07 right. Lufthansa 2611 contact ground 121.705. Bye bye. 121.705. Alpine 42 wind 110 degrees 6 knots runway 07 right cleared for takeoff. City Air 936 behind the next arriving Airbus A320, line up runway 07 right behind. Behind next landing Airbus A320, line up wait runway 07 right behind City Air 936. Berlin Tower, hello, helicopter Hotel Bravo Zulu Papa Yankee, 2 minutes from the second mic, first stop with 7 PV. Hotel Bravo Zulu Papa Yankee Berlin Tower, hello. Eurowings 8 Quebec, Wind 110 degrees, 6 knots, Runway 07 right, clear to land. Runway 07 right, clear to land, Eurowings 8 Quebec. Alpine 42, contact Bremen Radar 120.630, bye bye. Bremen Radar 120.630, schon an, tschüss, Alpine 42. So, den haben wir weg. Da ist Arrival, den können wir gleich starten lassen. Hotel Papa Yankee, say intentions. Full stop landing, Hotel Papa Yankee. Hotel Papa Yankee, Roger. I guess you want to land on the northern helipad then? Weg ist er. Gut. Hat er vergessen, dass er ein Helikopter ist, oder was war das jetzt? Komisch. Was war das mit dem Helikopter? Habe ich was falsch gemacht? Nö, ne? Oder? Hat sich desintegriert. Genau wie der Rhein-Kollege, der vorhin auf die 07 links rüber wollte auf einmal. Ach ja. Und Justin26, bitte einmal das Core-Sign, damit ich auch weiß, nach wem ich Ausschau halten muss.
Tower, good evening, Euro Wing 6374 on the ILS for 07 right, 5.6 DME. Euro Wing 6374 Berlin Tower, hello, one departure ahead. Thank you. City Air 936, wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Runway 07 right, cleared for takeoff, City Air 936. Speedboat 212 on the holding point, Mike 3, fully ready for departure. Speedboat 212 Berlin Tower, hello. Behind the next arriving Eurowings A320, line up runway 07 right behind. Roger, behind the arrive accompanied A320 Eurowings will line up runway, speedboat 212. Also keine Company, aber passt schon. Hotel Papa Yankee, Berlin Tower. Hotel Papa Yankee, yep, hello again. Sorry, my little ears froze. Yeah, we want to land on the Yeti on the north side. Hotel Papa Yankee. Hotel Papa Yankee, Roger, you're cleared to enter the control zone via Mike. Active runways 07 left, 07 right, QNH 1018. 1018, copy the Hotel Papa Yankee and requesting 07 left, if able. Hotel Papa Yankee, say again your request. 07 left, Hotel Papa Yankee. Hotel Papa Yankee, Roger. For now, please stay south of the field. Remaining south of the field, Hotel Papa Yankee. Speedboat 212, just so we can set it into our radio. Do you know our departure frequencies? Speedbird 212, you can check your chart. It should say somewhere it's Bremen radar on 120.630. Thank you. 120.630, speedbird 212. Euro Wing 6374, wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, clear to land. Clear to land, 7 right, Euro Wing 6374. City Air 936, contact Bremen radar 120.630. Bye bye. 120630, danke für den Service. Ciao, City Air 936. Hallo again, Swiss 3 Papa Golf established, alles 07 right. Swiss 3 Papa Golf Berlin Tower, hello, continue approach, one departure ahead. Nordturm, Südturm. Da ist ein Helikopter auf dem Weg, der möchte gern auf dem nördlichen Helipad landen. Soll ich den dir rüberschicken oder ist der released für mich? Okay, dann schicke ich dir in Downwind 07 left. Speedbird 212, Wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, cleared for takeoff, no delay please. Cleared for takeoff, Speedbird 212. Hotel Papa Yankee, join left downwind, runway 07 left, cross midfield south to north, not below 1000 feet. Clear that, joining left, I'm going to 07 left, crossing the field, at or below 1000 AGL, welcome Papa Yankee. And Hotel Papa Yankee, traffic, Airbus A320 on a 2-mile final, runway 07 right. Traffic inside, Hotel Papa Yankee. Swiss 3 Papa Golf, traffic, helicopter, crossing midfield, south to north. Currently about a mile south of the field, wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, clear to land. Prevent 07 right, looking out for traffic, Swiss 3 Papa Golf. Kommt der dem nahe? Soll ich mir Sorgen machen? Nö. Haben wir noch jemanden an der Piste stehen? Nö. Wir haben niemanden mal an der Piste stehen. Wuhu! Dass ich das heute nochmal erleben darf. Alter Schwede, war das jetzt ein Rush. Junge, Junge. Speedbird 212, Contact Bremen Radar 120.630. Bye bye. 120.630. Ja. Ach, das war der Kollege mit dem Go-Round hier, ne? Hotel Papa Yankee, Traffic Challengers, Correction, Cessna Citation on a 1-mile final, runway 07 left. Traffic inside, Hotel Papa Yankee. Swiss 3 Papa Golf, welcome to Berlin and very sorry for the go-around. You can now contact ground 121.705. Ground 121.705, überhaupt kein Problem, Swiss 3 Papa Golf, tschüss. Tschüss. Ryanair 5612, Ach, der ist ja gar nicht auf meiner Disregard. Der ist ja gar nicht bei mir.
Berlin Tower, hello, Lufthansa 7, Tango Foxtrot on Mike 3. Lufthansa 7, Tango Foxtrot, Berlin Tower, hello, Wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, clear for takeoff. Runway 07 right, clear for takeoff, Lufthansa 7, Tango Foxtrot. Hotel Papa Yankee, contact Berlin Tower, 120.030, bye bye. 120.030, Hotel Papa Yankee, thank you. So. Berlin Tower, Rescue A2. Rescue A2, Berlin Tower. Rescue A2 on mission, currently 10 miles south of the field. Request enter city R via Mile from Midfield Crossing via November. Rescue 8-2, Roger, you're clear to enter the control zone via Mike, QNH 1018. QNH 1018, enter control zone via Mike, Rescue 8-2. Hätte ich mal dazu schreiben können. So. Berlin Tower Service, Lufthansa 1 Foxtrot Uniform. Lufthansa 1 Foxtrot Uniform, Berlin Tower, hello, Lineup Runway 07 right. Lineup Runway 07 right, Lufthansa 1 Foxtrot Uniform. Lufthansa 7 Tango Foxtrot, Contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. 120.630 for Lufthansa 7 Tango Foxtrot, thank you and goodbye. Lufthansa 1 Foxtrot Uniform, Wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, clear for takeoff. Runway 07 right, clear for takeoff, Lufthansa 1 Foxtrot Uniform. Macht der hier? Nord Tower, Süd Tower. Da kommt noch ein Helikopter, diesmal Rescue 8-2, möchte von Mike nach November fliegen, würde ich dir mit Field übergeben. Boah, wir haben eine Lücke. Da kommt nochmal ein Qatari an. Rescue 8-2 Helikopter möchte VFR von Mike nach November. Ich würde den mit Field an dich rübergeben. Danke. Lufthansa 1 Foxtrot Uniform, Contact Bremen Radar 120.630, bye bye. Bremen Radar 120.630, Lufthansa 1 Foxtrot Uniform, ciao. Okay, der Helikopter hier hat sich desintegriert. Rescue 2, Berlin Tower. Rescue 2? Rescue 2, wir haben Medical. We need to land on the outfield for medical assistance. Rescue 2, Roger, continue, proceed as requested. Rescue 2, Wilco, we will report when everyone again. Rescue 2, Roger, wind is 110 degrees, 6 knots, approved to leave when on the ground. Rescue 2. Tower Local, RFF Hotel, Heavy ILS, Runway 07 Red. Atari 5-2 Hotel, Berlin Tower, hello, continue approach. Hello, Sarah, good evening. Itachi 2-1, Grand Qatari on Mike 3, runway link 1-2-7 right. Qatari 1, Mike, Yankee Berlin Tower, hello. Punkt. Negative, Eurowings 5-2-3-1 behind the Qatari. Eurowings 5-2-3-1 Berlin Tower, hello. Das wird mir jetzt. Berlin Tower, hallo, die Qatari 1, Mike 2, Juliet on Mike 3, ready for departure. Qatari 1, Mike, Juliet, Berlin Tower, hello, traffic, company Boeing 787 on a 3-mile final, runway 07 right, report traffic inside. We got the traffic inside for Qatari 1, Mike, Juliet. Qatari 1, Mike, Juliet, behind dimension traffic, line up runway 07 right, behind. Behind dimension traffic, we're lining up for runway 07 right, behind, Qatari 1, Mike, Juliet. Qatari 5-2 Hotel, Wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Qatari 5-2 Hotel. So, Qatari 5-2 Hotel. Was meint ihr? Rollt ab? Über welche? Welchen Mike nimmt der wohl zum Abfahren? Ist ein Heavy, Boeing 787. RSK2 is airborne again. Confirm, clear to proceed as requested.
Rescue A2, Roger, you can proceed towards the field, but please stay south of the field for now. Schedule, we stay south of the field and enter the control zone via mic now. Abram, guten Abend. Fennecke 108, stand Bravo 09, request pushback. Yeah, Nikki 108, this is Berlin Tower. For pushback, please contact APRIN 121.855. Sorry, 121.855, bis gleich. Mike 6 ist richtig. Wart euch mal wieder alle einig. Qatari 1, Mike Juliet, Wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. So, Sam, right here, player of 1 minute, danke. Rescue 82, you are cleared to cross, cleared for midfield crossing, south to north, thereafter leave the control zone directly via November. We cross the field from south to north and then proceed direct to November, rescue 82. Rescue 82, traffic, Airbus A320, now departing runway 07 right. Inside, Rescue 82. Ist Qatari irgendwie in Gefahr? Wo ist denn der hier nicht in meiner Departure-List? Hello, Lufthansa 586, ILS 07 right. Lufthansa 586, Berlin Tower, hello, continue approach. Ja, mal gucken. Ja, nach der Eurowings, das ist hier nämlich wieder eine echt kleine... Oh, boah, das sind gerade mal 2 Meilen. Lufthansa 586, Traffic, Helicopter, crossing midfield, south to north. Currently about a mile south of the field. Wind 110 degrees, 6 knots, runway 07 right, clear to land. Clear to land, runway 07 right, Lufthansa 586. Qatari 1 Mike Juliet, contact Bremen Radar, 120, Desmis 630, bye bye. 120, 620, vielen Dank für die Kurzkurve, ciao ciao. 120, 630. 630, ciao. Ciao ciao. Rescue 82, contact Berlin Tower, 120, Decimal 030, bye bye. 120, 030, Rescue 82, bye bye. So, der wurde da weggedreht. Passt also. Dann ist er hier alles tutti. Dann kann der nächste ja schon mal ein Line-Up machen hier. Macht die Lufthansa. Die braucht irgendwie verdammt lange, um da wegzukommen. Don't good evening, Swiss 7 Lima Hotel, 07 Mike. Swiss 7 Lima Hotel, Berlin Tower. Hello, continue approach. Continue approach, Swiss 7 Hotel. Eurowings 5231, line up runway 07 right. Line up 07 right, Eurowings 5231. Na komm, bitte schön weiterrollen. Mit dem Tower guten Abend, Eurowings 8 Victor Lima und Bravo. Eurowings 8, Victor Lima, Berlin Tower, hello. Dann kriegen wir theoretisch auch noch raus, wenn sich alle beeilen. Sieht auch gut aus. Eurowings 5231, Wind 110 degrees, 4 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. 07 right, cleared for takeoff, Eurowings 5231. Go. Approved. Ich möchte ein VfRler über Mike rausfliegen. Eine Beaver irgendwo. Keine Ahnung. Der da? Das ist eine Otter. Aber der wird es, glaube ich, sein. Ja, da kriegt die Swiss aber erstmal den Landing Clearance. Alpine 34, Romeo Uniform, Berlin Tower. Hello, your number 2. Roger.
Eurowings 8, Victor Lima, we are ready for departure. Eurowings 8, Victor Lima, roger. Traffic, Airbus A320 on a 3-mile final, runway 07 right, report traffic inside. Simple shortly. Eurowings 5231, contact Bremen Radar, 120.630, bye-bye. 120.630, Eurowings 5231, danke dir, ciao. Eurowings 8, Victor Lima, mention traffic is inside. Lufthansa 560. Eurowings 8, Victor Lima, behind Dimension Traffic, line up runway 07, right behind. Behind Dimension Traffic, we line up runway 07, right, and read behind you. Lufthansa 586, contact ground, 121.705, bye bye. Swiss 7 Lima Hotel, wind 110 degrees, 4 knots, runway 07, right, clear to land. 07 Right, Clear to Land, Swiss 7 Mountain. Ach, der hat sich gemeldet. Lufthansa 249er, Berlin Tower. Ach, keine Ahnung. Irgendjemand hat sich gemeldet. Ich weiß nicht, ob es jetzt der war, den habe ich zum Ground geschickt. Oder der war, der irgendwie noch sehr weit weg wäre dafür. Nee, der ist auch noch nicht bei mir. Muss ich gar nicht nachgucken. So, dann mal bitte line-upen. So, da hinten kommt die Lufthansa 249er. Mit einem UbiTech. Tower Lufthansa 249er. On AS Runway, so sim, right. Lufthansa 249er, Berlin Tower, hello. Continue approach, your number 2. Eurowings 8, Victor Lima, Wind 110 degrees, 4 knots, runway 07 right, cleared for takeoff, no delay. Eurowings 8, Victor Lima, cleared for takeoff, no delay. Alpine 34, Romeo Uniform, expect late landing clearance, Wind 110 degrees, 4 knots. Alpine 34, Romeo Uniform. Gucken wir mal auf die Kamera. Alpine 34, Romeo Uniform, runway 07 right, clear to land. Das hat geklappt. Gar keine Frage. Ich habe mal getestet, ob mein Chat noch funktioniert. Irgendwie ist so still geworden auf einmal hier. Wieso habe ich diesen Post nicht gesehen? Also danke, AirCity, für den Hinweis mit den... Nach jedem Abflug von einer Kilo Mike oder Zulu Sit ist für den nächsten startenden Verkehr Departure Release von Berlin. Okay, gut zu wissen. Alpine 34 Romeo Uniform 7 Right is located. Alpine 34 Romeo Uniform Contact Ground 121.705. Contact Ground, Alpine 34 Romeo Uniform. Lufthansa 249er, Wind 110 degrees 4 knots, runway 07 right, clear to land. War mir so am Reck, jetzt landet auf 100 auf lange. Tower hört? Das geht. So ein VFR-Startler, das kriegen wir noch hin. Eurowings 8, Victor Lima, request frequency change. Eurowings 8, Victor Lima, Contact Bremen Radar, 120.630. Schönen Flug, tschüss. Bremen Radar, 120.630, Eurowings 8, Victor Lima, Dankeschön, viel Spaß auf dem Loten, ciao. Danke, AirCity, fürs Wassermarsch. Es waren sich alle einig und sicher, dass er jetzt über Mike 6 vacated. Der Lufthansa 249er. Ich wäre mir da ja nicht so sicher. Ich hätte auf Mike 4 getippt. Und? Tja, es wird Mike 4. So viel dazu. Tower Occlusal, die German Wings 3 Bravo Mike, IS 07 Right. German Wings 3 Bravo Mike, Berlin Tower, hello, continue approach. Continue 3 Bravo Mike. So, ich glaube, hier kommt noch. Den kriegen wir noch vorher raus, den Fly Nikki.
Wenn er sich jetzt mal meldet. Lufthansa 2 von einer überketteten Missruf-Sunrise. Lufthansa 249er, Roger, Contact Ground 121.705, bye bye. Contact Ground 121.705, vorbei. Das funktioniert heute echt furchtbar mit dem ATIS. Also gefühlt, am Anfang war es noch ganz gut. So, hello again, Flanicky 10 right, holding point 07 right, Mike 3. Flanicky 108, Berlin Tower, hello, wind 110 degrees 4 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. 07 right, clear to takeoff, Flanicky 108. German Wings, Tri Bravo, Mike, expect late landing clearance, wind 110 degrees 4 knots. Copy it, Tripper Mike. Ja, das ILA-Gelände wird nur teilweise. Tower, hello, Eurowings 1 Romeo Kilo, 8 mile find Lyle, left 7 right. Eurowings 1 Romeo Kilo, Berlin Tower, hello, your number 2. Number 2, Eurowings 1 Romeo Kilo. Oh, der Kollege ist am Losrollen. Ich glaube, dass es halt auch so eine Kettenreaktion ist, dass wenn ich dem ersten Flieger sage, er soll zum Ground switchen auf der und der Frequenz, dann sind die anderen Flieger so, ah, okay, dann ich muss also warten. Also vielleicht selbst die, die das ATIS gelesen haben, sind dann so, ah, ich warte mal, dass mir der Tower rüberschickt. Und dann habe ich so eine Kette, weil der nächste Arrival, der dann irgendwie hier auf dem 10-Meilen-Final ist, kriegt dann auch mit, ah, der hat jetzt gerade einen auf den Ground geschickt und dann ist das der nächste, den ich auf den Ground schicken muss und dann kriegt das der nächste Arrival mit und das ist dann, glaube ich, so eine Kette, die dann sich da in Bewegung setzt. German Wings 3, Bravo, Mike, Runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, German Wings 3, Bravo, Mike. Line Niki 108, Contact Bremen, Radar 120.630, bye bye. 120.630, Line Niki 108, ciao, ciao. So, wen nehmen wir als nächstes? Eurowings 1 Romeo Kilo bietet sich ja an. Ist schon bei mir? Ich glaube nicht. Hier kommt der Kollege der VFR über Mike ja, weg will. Ich hoffe, der möchte heute über Mike 5, Romeo. Ja, gut. Hier haben wir eine schön große Lücke. Da könnten wir den Nordic rauslassen. Nordic 1109er Berlin Tower, hello. Traffic, Airbus A320 on a 2-mile final runway 07 right, report traffic inside. We got traffic. Nordic 1-0. Eurowings 1 Romeo Kilo, wind 110 degrees 4 knots, runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Eurowings 1 Romeo Kilo. Nordic 1109er behind dimension traffic, lineup runway 07 right, behind. Behind the traffic lineup, runway 07 right, Nordic 1109. Guck mal, der A22 Mike November ist erstmal direkt auf die Piste gerollt. Der steht nämlich hinter dem Haltpunkt. Das heißt, der Eurowings 1 Romeo Kilo kriegt ein Go-Around. Theoretisch. So, ich sehe gerade, die Abstimmung läuft noch. Nicht schummeln. Wir gucken mal jetzt nicht hin die nächsten 10 Sekunden. Okay. Ach gut, es hat auch keiner abgestimmt. Na denn. War das? Easy 125 Berlin Tower. Hello, continue approach. One departure ahead. Continue approach. Nordic 1109er, Wind 11. Correction, Wind 110 degrees 4 knots, Runway 07 right, cleared for takeoff. Hirnaussetzer gehabt. Ist auch schon 22 Uhr, wir nähern uns schon dem Eventende. Das ist meine Ausrede dafür, wenn ich nicht mehr ganz bei der Sache bin. Berlin Tower, einen wunderschönen Abend, die Jungs, Eilhöfe 07 right. Eurowings 8595, Berlin Tower, hello. Okay, ich habe zwar kein Readback bekommen, aber anscheinend haben wir uns trotzdem verstanden. Okay,
Tiger Kilo Takeoff. We got an engine failure. Nordic 1109, roger. Full packet 1107, right at Mike 6. Nordic 1109, do you want to taxi back to the runway or back to a gate? We want to taxi to the runway again. Nordic 1109. Nordic 1109, roger. Contact ground on 121.705. 21705, Easy 125, wind 110 degrees 4 knots, runway 07 right, clear to land. Clear to land, 07 right. Südground Tower. Wind 82 Mike number holding short, runway 7 right on Mike 5. Super. 822 Mike November Berlin Tower, hello. Berlin Tower, Lotto for Bravo, ILS 07 right. Lot 2 for Bravo, Berlin Tower, hello, continue approach, your number 2. Number 2, continue approach, Lotto for Bravo. Alles verdammt knapp hier. Der hier braucht auch eine Stunde, so wie es aussieht. Oh, der ist ja noch weiter vorgerollt, sehe ich gerade. Uiui. Und jetzt traut der sich nicht über Mike vor abzurollen. Eight two two Mike November, line up runway 07 right. Line up runway 7 right. Your wings 8597 confirm to Mike final 07 right. Ewings 85905, yeah, confirmed, expect late landing clearance. Oh, das wird sportlich. Ah, es wäre sonst so oder so ein Go-Round. Ich tu mein Bestes. 822 Mike November, leave the control zone via Mike, wind 110 degrees 4 knots, runway 07 right, cleared for takeoff, right turn out of the approved. Clear for takeoff and leave your mic, 82 Mike November. Good day. Eurowings 85905, wind 110 degrees, 4 knots, runway 07 right, clear to land. Clear to land, runway 07 right, Eurowings 85905. Spannend. Also, ach. Ich habe auch nicht mehr die Kraft, mich jetzt hier hinzusetzen und das, also ich meine, ne, das wäre ja eigentlich ein Go-Around gewesen für die 85905, die 822 Mike November hätte sich einen Wallop verdient, die Easy 125 hätte ich auf der Piste sagen müssen, hold position, oder wahrscheinlich die hätte ich schon einen Go-Around schicken müssen, weil der Kollege hier noch weiter vorgerollt ist und ne, es ist alles. Der Abend desintegriert sich gerade für mich so ein bisschen. Es ist wieder der Punkt erreicht, wo man sagt, wisst ihr was, macht doch euer Zeug, wie ihr wollt. Solange ihr euch nicht direkt über den Haufen fliegt. Tower, hallo, Lufthansa 2, Tango, Bravo, ist der Bescheid, S, Runway 07, right. Lufthansa 2, Tango, Bravo, Berlin Tower, hello, continue approach, your number 2. Roger. Lot 2, 4, Bravo, Wind, 120 degrees, 5 knots, Runway 07, right, clear to land. 07, right, clear to land, Lot 2, 4, Bravo. Ich weiß auch nicht, wo Mike ist, der Kollege. Berlin Tower, good evening. Your wings 2 Kilo Alpha established 07 right. Your wings 2 Kilo Alpha Berlin Tower, hello. Continue approach, your number 2. Continue 2 Kilo Alpha. 822 Mike November, if you want to leave the control zone via Mike, you have to fly towards the southwest from your present position. Mike is about 3-4 miles heading 200. We'll turn to 200, 82 Mike, remember, sorry about that. Yeah. And 822 Mike November, please stay below 2,500 feet.
Well, descend to 2582 Mike Weber. Ach ja. Was macht die Lot? Bleibt er auch vor dem Holding Point stehen? Nee, rollt nur sehr langsam. Lufthansa 2, Tango, Bravo, Wind 1-2, 0 degrees, 5 knots, Runway 07 right, clear to land. Kleinen Moment. Clear to land, Runway 07 right, Lufthansa 2, Tango, Bravo. So. Ja, habe ich sie. Jo. 822 Mike November, you are approved to leave the frequency. Have a nice flight. Bye bye. Frequency change approved. Good day. 822 Mike November. Also, wenn ein Event ist, so Platzrunden drehen ist da ungünstig, aber so eine normale Landung ist schwierig, kriegen wir eventuell hin. Einen Start kriegen wir auf jeden Fall hin, habt ihr ja gesehen. Mit einem kleinen VfRler braucht man nicht viel Piste, ist man schnell raus aus der Gefahrenzone. Das ist eigentlich immer problemlos möglich. Bin mal gespannt, ob die A22 Mike November auch 2500 Fuß oder drunter bleibt oder ob die gleich nochmal nach oben schießt in Charlie Airspace. Die Lufthansa lässt sich ein bisschen viel Zeit. Lufthansa 2, Tango Bravo, please expedite vacate. Vacating via Mike 7, Lufthansa 2, Tango Bravo. Eurowings 2 Kilo Alpha, expect late landing clearance, Wind 1-2, 0 degrees, 5 knots. Copy. Tja, das wird nix. Eurowings 2 Kilo Alpha, Runway 07 right, clear to land. Clear to land 07 right, 2 Kilo Alpha. Ach. So, Kinder, ich bin durch. Das wäre jetzt der, was, wie fehlte? Also, wenn ich mal, ich muss mal mir als Ziel setzen, bei so einem Event so streng nach Regeln zu lotsen. Mal gucken, wann ich den Anschiss dann kriege von meinen Lotsenkollegen beim 7. oder 8. Go-Around, wenn ich sage, ja, Runway war nicht vacated, Pech gehabt. Sorry, ist gerade, spricht gerade der Frust aus mir. Dieses, dass die Leute das nicht hinkriegen, hinter die Haltelinien zu rollen. Und dann auch solche Sachen, sowas wie ein, ne, die Lufthansa, die ist hier, die hätte locker über Mike 6 vacaten können. Mike 4 wäre auch noch möglich gewesen. Aber nee, der wird halt noch irgendwie bis Mike 7 gerollt, unbedingt, damit man hier schneller zum Apron kommt. Uff. Das ist halt einfach unnötig. Tower, hello again, Nordic 1109er, holding Mike. Nordic 1109er, Berlin Tower, hello again. Line up Runway, 07 right. Nein, 07 right, Nordic 1109er. Ich verstehe den Kollegen hier auch echt schlecht. Lufthansa 2 Tango Bravo, vacated Mike 7. Lufthansa 2 Tango Bravo, thank you. Contact Ground 1-1.705, bye bye. Contact Ground 1-2-1-7-0-5, Lufthansa 2 Tango Bravo, vielen Dank, tschüss. Guten Morgen, Berlin Tower, Ocean 3 Tango, Runway 07 right. Ocean 3 Tango, Berlin Tower, hello, continue approach, one departure ahead. Continue approach, one departure ahead, Ocean 3 Tango. Nordic 1-1-0-9er, Wind 1-2-0 degrees, 5 knots, Runway 07 right, clear for takeoff. Clear for takeoff, 07 right, no problem with you. Oh, die Eurowings könnten wir theoretisch auch noch rausschießen. A3 Victor Kilo, Middle Section Mike 3, ready for departure. Eurowings A3 Victor Kilo, Line-Up Runway 07 right. Line-Up Runway 07 right, Eurowings A3 Victor Kilo. So, das mit dem Same-Sit-Ding hier unbedingt mal aufschreiben, ganz fett. Eurowings 3 Victor Kilo, Wind 1-2-0 degrees, 5 knots, Runway 07 right, cleared for takeoff. Confirm, this was for A3 Victor Kilo. Eurowings A3 Victor Kilo, Runway 07 right, cleared for takeoff. Runway 07 right, cleared for takeoff, Eurowings A3 Victor Kilo.
Nordic 1109er Contact Bremen Radar 120 Decimal 630. Bye bye. And Nordic 1109er, just confirm you're flying the Gerga 1 Quebec departure. You have to turn to the right to follow your SID. And Nordic 1109er, the first waypoint for you is about 50 miles to the south. And Nordic 1109er, no problem, just contact Bremen Radar for now. 120 Decimal 630. Roger, 20 Decimal 630. Ocean 38 Tango, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. Honest 07 right, clear to land. Ocean 3 Tango. Sabado, Scandinavian 8, Victor Lima, rolling on Bravo. Scandinavian 8, Victor Lima, Berlin Tower, hello. Continue taxi to holding point, runway 07 right, via Mike 3. Mike 3, Scandinavian 8, Victor Lima. Departure Tower. Berlin Tower, schönen guten Abend. Die Lufthansa 1337 ILS, 07 right. Die Nordic 1109er, keine Ahnung, was sie tut. Ich habe sie dreimal versucht hinzuweisen, wo sie hinfliegen soll, habe sie jetzt zu dir geschickt. Lufthansa 1337 Berlin Tower, hello. Eurowings A3 Victor Kilo, Contact Bremen Radar 120 Decimal 630, bye bye. Contact Bremen 120 630, Eurowings A3 Victor Kilo. So, theoretisch könnte der hier noch einwandfrei starten, wenn er sich sputet. Berlin Tower, guten Abend. Oh, da können wir aufpassen. Kondo Tumak Lima on Bravo. In holding short on intersection, Mike 3. Condor 2, Mike, Lima, Berlin Tower, hello. Holding short on intersection, Mike 3, das ist auch schon wieder. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Mach dir den Lotsen kaputt. Sieht nach einer direkt Gerga-Departure aus, schreibt Erxity. Ja, nee, nicht mal. Das ist der fliegt direkt. Der fliegt gar keine Departure, der fliegt direkt Akit. Kann man machen. So. Scandinavian 8 Victor Lima Traffic, Airbus A320 on 3 Mile Final, Runway 07 right, report Traffic inside. Traffic inside 8, Victor Lima. Scandinavian 8, Victor Lima, behind dimension traffic, line up runway 07 right behind. Line up 07 right behind the Airbus, Scandinavian 8, Victor Lima. Aufpassen. Wir passen mal auf. Und Leon, sorry, ich hab deine Nachricht... Das ist bei mir gerade wieder ein bisschen untergegangen. Hatte das erste Modul 1 und habe die ganze Theorie für die Tests gesehen, ist ganz schön viel. Der Einstieg ist viel, aber wenn man selber ein bisschen fliegt und so, dann geht das eigentlich. Lufthansa 1337, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Lufthansa 1337. Und das Gute ist, du kannst als Lotse ja auch mal einen Fehler machen. Also vielleicht nicht bei der Prüfung und vielleicht nicht beim Theorie-Dingens, aber sobald du dann mal so weit bist, mach dir nicht so einen Kopf, ne? Das ist alles nicht so wild, wie man hier sieht. Easy 5800 Berlin Tower, hello. Berlin Tower, hallo, Aerodienst 16-07, right. Aerodienst 1-6, Berlin Tower, hello. Continue approach, your number 2. Ja. Scandinavian 8, Victor Lima, hold position. I say again, hold position. Holding position. Der knallt hier mit 210 Knoten auf die Piste zu. 1,5 Meilen Final.
Kleinen Moment. Easy 5800, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 left, correction 07 right, clear to land. Clear to land, runway 07 right, East 5800. Go. Alles klar. Dann übernehme ich das mal. So, North Tower ist wieder raus. Jupp. Scandinavian 8, Victor Lima, line up runway 07 right. Danke. Line up 07 right, 8, Victor Lima. Berlin Tower, Scandinavian 794, established dialysis 07 left. Scandinavian 794, Berlin Tower, hello, wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 left, clear to land. Clear to land, 07 left, Scandinavian 794. Scandinavian 8 Victor Lima, Wind 12. Scandinavian 8 Victor Lima, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff, no delay please. 07 right, cleared for takeoff, no delay, 8 Victor Lima. Aerodienst 16, Wind 12, expect late landing clearance, Wind 120 degrees, 5 knots. Expecting late Aerodienst 16. Ach, das wird nichts. Berlin Tower, morgen, Eurowings, Tri, India, Papa, Mike, Trier, Radiant Sequence. Eurowings, Tri, India, Papa, Berlin Tower, hello. Das wird nix. Warum braucht der so lange? Aerodienst 16, Runway 07 right, clear to land. Ja, ihr Reasonable Assurance und so, ich war mir sehr sicher, dass sie sich nicht mehr treffen und all solche Dinge. Ich krieg die Nachricht, Junge, das war geil. Über TeamSpeak. Hätte mir in die Hose gemacht bei der Aerodienst. Danke dafür. Tower Navin, Germanwings 27 Lima Romeo 7 right. Germanwings 27 Lima Romeo Berlin Tower. Hello, continue approach. Scandinavian 8 Victor Lima Contact Bremen Radar 120 Decimal 630. Bye bye. 120 630 8 Victor Lima. Bye bye. Germanwings 27 Lima Romeo Wind 120 degrees 5 knots runway 07 right clear to land. Clear to land 07 right Germanwings 27 Lima. Condor 2 Mike Lima Traffic Germanwings Airbus A320 on a 2 mile final runway 07 right report traffic inside. Condor 2 Mike Lima A320 inside. Condor 2 Mike Lima behind dimension traffic lineup runway 07 right behind. Behind mentioned traffic lineup 07 right and wait behind. Contact to Mike Lima. Tower Echo Scott, Delta Bravo, Oscar, Oscar, Charlie, One Short, 07 left at Dimapon. Delta Bravo, Oscar, Oscar, Charlie, Berlin Tower, hello, behind the now arriving Scandinavian A320, lineup runway 07 left behind. Während der Scandia A320, lineup 07 left behind, Delta Bravo, Oscar, Oscar, Charlie. 5 Meilen, sollte passen. Finnair 48 Hotel, Berlin Tower, hello, one departure ahead. Warum steht der Trans dran? Warum ist der Trans? Ist das eigentlich eine Boeing 737 oder warum steht der Trans dran? Ah, das wird zu eng. Go. Jo, mach ich. Germanwings 37 Uniform reduced to final approach speed. Condor 2 Mike Lima, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, 07 right, Condor 2 Mike Lima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. In Air 48 Hotel, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 right, cleared to land.
right, that's a land, been there for Hotel. Also. 1-2-1-1-3-0. Eurowings 2-3 Papa Berlin Tower. Hello, continue approach. Auf was in Frequenz ist denn der? 1-2-1-1-3-0? Man weiß es nicht. Jo. Okay. Delta Bravo, Oscar, Oscar, Charlie, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 left, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, 7 left, Delta Bravo, Oscar, Oscar, Charlie. German Wings 37 Uniform, are you on frequency? Die German Wings 37 Uniform, ich weiß nicht, was sie gleich tut, sie ist nicht bei mir gelandet auf der Frequenz. Jo. German Wings 37 Uniform going around. German Wings 37 Uniform, Berlin Tower, Roger, do you read me? Roger, yeah, I read you going around for German Wings 37 Uniform. Ja, Departure, die German Wings 37 Uniform hat sich jetzt gemeldet, dass sie einen Go-Round macht. For Hotel, located 2-2 right. Finnair 48, Hotel, Roger, Contact Ground, 1-1, Decimus 705, bye bye. Yeah, we didn't stick to the ATIS, sorry for that. 1-1, 705 for Finnair 48, Hotel, Shannon. Tower Finnair 18, Bravo, on the ILS 07 right. Finnair 18, Bravo, Berlin Tower, hello, continue approach. Continue approach, Finnair 18, Bravo. Under 2 Mike Lima, request frequency change. Conda 2 Mike Lima, sorry about that. Contact Bremen Radar 120 Decimal 630. Bye bye. Bremen Radar 120630. Danke, bye bye. German Wings 37 Uniform, Contact Bremen Radar 120 Decimal 630. See you later. Data Oscar Charlie, Contact Bremen Radar 120 Decimal 340. Bye bye. Oder 0340 Delta ausgeschaltet. Eurowings 23 Papa, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land for Eurowings 23 Papa. So, also nachdem die Eurowings hier raus ist, mache ich auch Feierabend. Die Eurowings und die Ryanair und dann war's das. Germanwings 37 Uniform, who am I going around to? Germanwings 37 Uniform, contact Bremen Radar on 120 decimal 630 for further instructions. 120630, German Wings 37 Uniform. Tower hört? 5 Minuten. Also da die. Jetzt sind noch 3 auf dem Arrival, die würde ich noch mitnehmen und dann Feier machen. Ja, die kann ich auch noch nehmen. Also die German Wings hier ist unser Feierabendflieger. So, oh, der ist weg. Finnair 18, Bravo, we are short final. Finnair 18, Bravo, Roger. Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Finnair 18, Bravo. Was ist mit dem Kollegen hier? Hallo? Ja, die haben mich kaputt gemacht heute. Victor Tango Romeo Alpha Juliet on final, runway 07 right. Victor Tango Romeo Alpha Juliet Berlin Tower, hello, continue approach, expect late landing clearance. Glückwunsch. Berlin Tower, hallo, German Wings 8 Quebec, 7 mile final. Nee, ernsthaft, Glückwunsch, geil, finde ich super. German Wings 8 Quebec Berlin Tower, hello, your number 2. Victor Alpha Juliet, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 right, clear to land. Victor Ryan.
Eurowings 3 India Papa behind the next arriving Airbus A320 lineup runway 07 right behind. Burn next landing A320 lineup and right runway 07 right behind Eurowings 3 India Papa. Danke fürs Brennen. Tower Ryanair 969 in November, holy short, ja, 07 left. Kann ich gebrauchen. Kaufe ich mir nachher ein Bierchen von. So, wer war das jetzt hier? Ryanair. Ryanair 969 November, Berlin Tower, hello, Wind 120 degrees, 5 knots, runway 07 left, cleared for takeoff. Runway 07 left, cleared for takeoff, Ryanair 969 November. Ja, ein großes, ein Faxe. Die schwarze 1-Liter-Dose. Eurowings 3 India Papa Wind 120 degrees 5 knots runway 07 right clear for takeoff. Runway 07 right clear for takeoff. Eurowings 3 India Papa. Germanwings 8 Quebec expect late landing clearance Wind 120 degrees 5 knots. Roger, 8 Quebec. So, der rollt auch los. Ciao. Tower, guten Abend, Swiss Nav Void Delta with you, established ILS runway 07 right, 6 miles. Swiss 948 Delta Berlin Tower, hello, I'm closing shortly, but you can continue approach for now. Continuing Swiss 948 Delta. Germanwings 8 Quebec, overroad. Germanwings 8 Quebec, runway 07 right, clear to land. Ah, zu spät. Unfortunately, I'm always going around Germanwings 8 Quebec. Germanwings 8 Quebec, very sorry for that. No further ATC available. Monitor Unicom 122.8. Unicom 122.8, ciao. Ach, ist das traurig, ey. So einen Abend so zu beenden, ne? Eurowings 3 India Papa, no further ATC available. Monitor Unicom 122.8. Bye bye. 122.8, Eurowings 3 India Papa, tschüss. Swiss 948 Delta, Wind 120 degrees 5 knots, runway 07 right, clear to land. 07 right, clear to land, Swiss 948 Delta. And all stations, Berlin Tower is now closing, monitor Unicom 122.8. Bye bye everyone. Bye. So, Tower ist raus. Tower ist raus. Also, gib mir kurz 2 Minuten, dann weine ich mich hier aus. So, ihr habt's gehört. Ich bin, also, meine Güte, war das anstrengend heute. Oh. Manche Sachen waren von mir blöd, das war halt wirklich echt knapp manchmal, also die 4-Meilen-Spacings haben mich heute schon mal fertig gemacht, da immer zu hoffen, zu bangen, dass die Piloten das alle hinkriegen. Ciao, ciao. Da immer zu hoffen, dass die Piloten das hinkriegen, das war echt anstrengend. Ein Go-Around war völlig unnötig, 2 Go-Arounds. Der letzte Go-Around geht auch auf meine Kosten. 2 Go-Arounds, wo ich einfach Prioritäten falsch gesetzt, Flieger vergessen habe. Viel zu häufig habe ich vergessen, die Flieger auf die Frequenz zu schicken. Aber gefühlt musste ich auch echt viel babysitten. Ich weiß auch nicht, wie häufig heute die Ground-Frequenz durchgegeben habe. Das ist auch unnötig. Leute, die sich viel Zeit gelassen haben beim Vacaten, war auch unnötig. Ja. Naja. Ich hoffe, obwohl man, glaube ich, ihr, also, wenn ihr euch jetzt hier die 3 Stunden Stream oder die 3 Stunden auf YouTube angetan habt, bestimmt ein interessantes Bild, wie ich von gut gelaunt, entspannt hin zu frustriert und völlig nicht mehr fähig zu irgendeiner Konzentration bin. Das ist bestimmt ein schöner Niedergang, den man sich da angucken kann. nichtsdestotrotz, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Natürlich hauptsächlich wegen den ganzen lieben Lotsenkollegen. Vielen Dank nochmal an AirCity, dass du da auf den Nordturm aufgeholfen hast. Das wäre sonst noch alles viel schlimmer geworden heute Abend. Und ja, vielen Dank trotzdem an alle Piloten, die heute mit dabei waren auf Wetsim. Nehmt es nicht zu ernst, wenn ich hier über euch geschimpft habe. Es ist immer noch eine Lernumgebung und so. Und wir lernen alle dazu und alles ist gut. Ich meine das nicht so böse, wie ich es vielleicht gesagt habe.
Außer der eine da, aber der weiß auch, wer gemeint ist. Und ja, ansonsten, wenn ihr das gerade auf YouTube seht, hinterlasst mir gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn ich mal wieder fliege oder lotse oder sowas. Und ansonsten an dieser Stelle macht euch alle noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.